Bei uns ist jetzt Professor Dr. Bernd Schinkel. Er unterrichtet an der Hochschule Mannheim in der Fakultät für Verfahrens- und Chemietechnik. Und im Moment ist er hier als Vorsitzender der Dachorganisation der Fachbereichstage, der Konferenz der Fachbereichstage. Herr Professor Schinkel, Durchlässigkeit zwischen einzelnen Bereichen der Bildung, zwischen beruflicher Bildung, Hochschulbildung, universitärer Bildung. Welche Erfahrungen haben Sie im Fachbereich dort gemacht? Da muss man unterscheiden zwischen den gesetzlichen Vorgaben. Danach ist die Durchlässigkeit vollkommen unproblematisch. Die Probleme kommen damit, dass bei unterschiedlichen Voraussetzungen in einer studentischen Kohorte gleiche Anforderungen gestellt werden. Das heißt, die Dozenten müssen damit zurechtkommen, dass ihre Studierenden sehr unterschiedliches Wissen mitbringen, müssen auf die ein Drittel, die große Probleme haben, eingehen, ein Drittel langweilt sich und naja, das restliche Drittel, das kommt so gerade mit. Das wird deutlich stärker ausgeprägt in den letzten Jahren. Und ich sehe da eigentlich nur wenige Möglichkeiten, das besser in den Griff zu kriegen. Vielleicht eine Möglichkeit darin, dass die Hochschulen sich mehr profilieren. Sprich, es gibt Hochschulen, die sich mehr auf Abiturienten sozusagen spezialisiert haben. Hochschulen, die Programme anbieten, in denen andere Typen, die ebenfalls Hochschulreife haben, von Menschen hinkommen. Sie haben angesprochen das Thema Hochschule ohne Abitur in Ihrem Vortrag. Welche Erfahrungen haben Sie mit diesen Studierenden gemacht? Da muss man wirklich unterscheiden. Es gibt einmal die Hochschulen, die gut abgestimmte Programme auf speziell diese Gruppe haben. Da gibt es sogar Statistiken drüber an einigen Hochschulen, dass beruflich hochqualifizierte Techniker, Meister, Fachwirte ohne Abitur besser durchs Studium kommen als Abiturienten, wenn es gut abgestimmt ist. Das Problem in den ganz normalen Studiengängen, die auf die klassische Hochschulreife abgestellt sind, haben wir das Problem, dass wir ganz, ganz selten diese beruflich hochqualifizierten, aber eben ohne Abitur drin haben, vielleicht einer in einer ganzen Kohorte, der ist dann ein wenig Außenseiter erstmal. Und ob der das Studium gut schafft oder nicht so gut schafft, ist, glaube ich, eher ein Problem, wie gut er sich integriert. Da sage ich gerne Folgendes dazu: Wenn ich aus dem Fahrstuhl herauskomme in den Flur und ich höre schon das Semester laut schreien, dann weiß ich schon, die schreiben eine gute Prüfung. Warum? Die helfen sich gegenseitig. Wenn ich aber aus dem Fahrstuhl komme und in den Saal reinkomme und sagen immer noch nichts, dann wird es wahrscheinlich eine schlechte Prüfung, weil sie sich gegenseitig nicht helfen. Deshalb ist für mich die Integration eines beruflich hochqualifizierten ohne Abitur in das Semester das Ausschlaggebende. Nicht sein Fachwissen, was er mitbringt. Das schafft er. Das Thema Durchlässigkeit nochmal kurz. Es hat sich an vielen Punkten gezeigt, es kann zwar theoretisch etwas angerechnet werden, aber sehr wenige Studiengänge sind wirklich so darauf abgestimmt, dass man pauschal das erste oder zweite Semester sozusagen sparen kann, ja, als Studierender mit beruflicher Vorbildung. Müssen wir da zwischen den einzelnen Bildungszweigen noch mehr in die Abstimmung gehen? Sowohl zwischen den einzelnen Bildungszweigen als auch innerhalb der beruflichen Bildung. Das Problem ist, obwohl die berufliche Bildung bundesweit recht gut abgestimmt ist, sehen die Abschlussunterlagen sehr unterschiedlich aus. Häufig sind die Kompetenzen, die wir prüfen sollen, wenn wir sie anrechnen wollen, gar nicht sauber ausgewiesen. Also ich würde mir mehr davon versprechen, wenn auch in der beruflichen Bildung, so ähnlich wie das inzwischen im Rahmen des Bologna-Prozesses an den Hochschulen ist, ein Modulkatalog da ist, wo drin steht, am Ende dieser Veranstaltung kann der beruflich Qualifizierte dieses und jenes. Denn dann könnte man sauber belegen, wann und warum man anerkennt. Herr Professor Schinkel, mit einem Blick auf die deutsche Bildungslandschaft, ich würde Ihnen einen Wunsch freigeben, den Sie ohne große Diskussion umsetzen dürfen in der deutschen Bildungslandschaft. Was würden Sie sich wünschen? Gegenseitige Wertschätzung. Wir leben immer noch in Statusdenken der unterschiedlichen Bildungsbereiche. Dabei lebt unsere Gesellschaft von allen Bereichen. Und wir sollten
die Andersartigkeit, aber eventuell auch Gleichwertigkeit mehr anerkennen.